Okay, versuchen wir es nochmal weiter. Unsere Mission. Immer noch darin besteht, zum Karl Selmo zurückzukommen. Und alle Bullen auf dem Weg abzumurksen. Und hoffentlich nicht von der süßen Erit die Eier platt getreten zu kriegen. Wahrscheinlich werde ich da wieder über den Weg laufen. Beziehungsweise wenn eine Stadt in den Kampfmodus geht und die Bullen RG-Misis auf einen losgehen, dann aktivieren sich irgendwie so nach und nach alle NPCs, habe ich so das Gefühl. Back. Back. Leck! Leck! Was ich jedenfalls sagen wollte ist... Oh nein, da hinten. Hä? Das ist aber keine Erit. Ist das etwa ein Bulle? Es aktiviert sich irgendwie alles. Nämlich genau das wollte ich sagen. Wenn irgendwo... Auch wenn es noch so unscheinbares Eck ist... ein Bulle aktiviert wird... Dann aktivieren sich so nach und nach irgendwie alle Bullen in der Stadt. Und auch einige andere NPCs. Aber das da hinten ist doch einer, oder? Ciao, tuk tuk. Oh nein, daneben. Ciao, tuk tuk. Warum driften das gar nicht? Hä? Das ist irgendwie so ein Böller-Typi. Keine Ahnung, wer das sein soll. Ich meine natürlich nicht den Bulle, den ich gerade getroffen habe, sondern... Hä? Ja, das hier ist ein Bulle. Oh, leck das hier! Vielleicht ist das da hinten aber auch ein Bulle. Oder vielleicht ist das ja auch ein kaiserlicher Ketzer. Das Gelecke geht mir auf die Nerven. Das ist ein Kopf. Hinten? Wahrscheinlich sind es auch Kopfs. Gib's dir, du leckiger Kopf. Ihr seid dran schuld, dass es so arg leckt. Weil es so viele von euch gibt. Aber wir müssen mit diesen elenden Ketzern abrechnen. Oh nein, das sind wirklich Geister. Total die Italiener-Fieslinge. Wahrscheinlich haben die Bullen einfach mal ihr Handy genommen und die Italiener zu Hilfe gerufen, weil sie gemerkt haben, dass sie alleine nicht gegen mich ankommen. Ey, ich geb's euch hier komischen Italiener-Typis. Was soll das? Die haben ja auch so unendlich viele Striche und ziehen viel zu viel ab. Und haben natürlich Bögen. Sind das Nervköpfe? Ey! Frag mich ja, ob die zu einem gefangenen Sturmmantel gehören. Ja, gehören sie natürlich enthauptet und der Sturmmantel befreit. Weil die Sturmmäntel sind die wahren Söhne von Skyrim. Ja, das heißt Skyrim und nicht dieses ganz komische Wort Mitar, das es überhaupt nicht gibt. Wenn man so ein Übersetzer Envar sein könnte. So ein Envar werde ich natürlich niemals sein. Oh nö, die Italiener zeigen es mir. Nein! Nein! Leck! Leck, 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 leck! Ey,
Egal wo ihr Erschimisi seid, ich werde euch finden und euch eure Eingeweide herausreißen. Seid ihr schon mal tot gemacht? Leck! Leck! Boah, leckt das hier? Ja, ich weiß, das sage ich andauernd. Und das ist ja auch andauernd der Fall. Boah, leckt das hier? Ey, nee! Wo ist dieser Bastard? Ah, da. Na klar, der kann hier noch schießen. Das ist was, das ich nicht machen kann. Galafe ist ja jetzt weggekriegt. Man kriegt unter Wasser keine Atemanzeige. Aber selbst wenn einem unter Wasser die Luft ausgeht. Leck, 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 leck. Selbst wenn einem unter Wasser die Luft ausgeht, verliert man nicht so arg viele Striche, also relativ langsam. In Fallout 3 ist man da ja ganz schnell gestorben. Boah, ist das ein Rumgelege. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das muss daran liegen, dass ich ein Video aufnehme. Also arg leckt das normalerweise nicht. Aber ich will halt nun mal Videos aufnehmen. Aber unabhängig davon, ob die jemand gucken wird oder nicht. Eigentlich müsste ja dieser Kaiserliche jetzt ein Loch in der Brust haben, weil ich habe ihm direkt durchgestochen mit dem Schwert. Die scheinen tatsächlich ein Zufallsencounter zu sein. Aber auf jeden Fall gibt's sie jetzt nicht mehr. Hier gibt's immer noch diesen Untertitel-Bug. Frag ich, wie jemand so einen Bug einfügen kann. In Fallout 3 gab's den in der Version 1.0, der wurde aber ganz früh rausgepatcht. Warum man dann zum Teufel den betreffenden Bug hier wieder einführen muss, werde ich nie verstehen. Das kommt für mich fast so rüber, als hätte man entweder Fallout 3 Version 1.0 als Basis genommen, um Skyrim zu bauen. Oder New Vegas. Wahrscheinlich eher Letzteres. Die einzige logische Erklärung. Ich meine, Bethesda wird ja wohl wissen, welche Bugs sie selber schon gefixt haben. Also echt jetzt? Da können die doch dann auch dafür sorgen, dass die Bugs nicht im nächsten Spiel wieder drin sind. Weil das macht doch überhaupt keinen Sinn. Dass man Bugs wieder einbaut, die es eigentlich schon längst nicht mehr gibt. Ich geb's euch jetzt aber, ihr Dreckskops. Habt ihr überhaupt keine Chance gegen mich? Dir zeige ich gleich gar nichts. Dafür, dass es gar nichts ist, zeigt's dir das gar nichts, aber ganz schön ziemlich. Und tot gemacht. Was hat der jetzt davon? Dass er einen starken Gegner unterschätzt hat. Dann noch so ein Stadtwachen-Blubber-Typi. Diese Stadtwachen sind nur deshalb so verdorben, weil sie jeden Tag 25 Stunden Fallout New Vegas gespielt haben. Muss man ja zu so einem Bastard werden. Ja.
Aber das zweihändig nicht richtig hochgeht. Nerv. Weil benutze ich den Zweihänder doch andauernd? Wenn ich jetzt gerade mal auf 31, wäre Rüstung ist schon auf über 50. Und Bogenschießen ist auch schon weitaus höher als 31. Du elender Labersack. Ich will dich nicht. Du hast keine Chance gegen mich. Na, das gibt's bei mir nicht. Niemals. So, die sind jetzt endlich alle weggemacht. Das Video ist schon wieder so riesig, aber ich will das jetzt eigentlich nicht schon wieder beenden. So ein übertastisches kleines Mädchen, das irgendwie sogar zaubern kann. Was? Oh nein! Da kommt so ein verdammter Wuh-Wuh. Außerdem bin ich so gut wie tot gemacht. Achso, nein. Es kommt diese Teufelshure von der Mutter von dem kleinen Mädchen. Vor allem ist er nämlich so ein verdammter Wuh-Wuh. Na super, jetzt campen diese NPCs da hinten. Und warten wahrscheinlich, bis ich mich hier wieder setze. Das ist nämlich dieser Endon, der immer so rumnervt. Na, jetzt laufen die wieder weg. Ich hoffe mal, dass die ganz weglaufen. Ich führe dir nicht in das Licht. Vertrauenswürdige Zeugen aber wahrscheinlich gesehen, nicht. Wie ihr mehrere Morde begangen habt. Und in der ganzen Stadt gibt es Berichte über eure verdächtigen Umtrieb. Also kommt jetzt mit, ohne Aufsehen zu erregen. Und toll, das funktioniert nicht, stimmt's? Hehe, ist das ein Versager? Den Erschimisi natürlich irgendwie tot kriegen. Hey, dir gebe ich so. Frag mich ja, ob zweihändig schneller hochgeht, wenn man kritische Treffer landet. Jedenfalls ganz gut. Gib's dir, du! Du hast überhaupt keine Chance gegen mich! Ich bin nämlich der Herrscher dieser Welt! Ich verliere nicht gegen den kaiserlichen Sympathisant! Jetzt stirbst du, du elender Ketzer! Tschüss.
diese Höllenbraut. Wie freue ich mich, diesen Mann zu sehen. Hä? Wen zum Teufel meint die? Etwa mich? Meine Tochter Adara wird einmal eine gute Silberschmiedin sein. Ihr braucht etwas? Ja. Jedenfalls bin ich jetzt endlich da, wo ich hin wollte. Zu sehen, dass es in ihm ist. Das heißt, Irem. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Was? Oh, auf Wiedersehen. Ach toll! So, jetzt! Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt noch ein Video aufnehme. Eigentlich lohnt sich jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich war es das für heute, jetzt erstmal mit aufnehmen. Also es geht dann wann anders mal wieder weiter. 10, 9, 8, 7, 6.